Aber trotzdem neuer Rundenrekord. Stell dich mal vor, was gewesen wäre, wäre ich da nicht. Hätte ich mich da nicht abgeschossen. Ich hätte diese hammergeile Runde gemacht. Und hätte die Martinez mir nicht hinten reingebumst. Ich frage mich sowieso immer, wie die das macht. Geht doch gar nicht. Biologisch. Jetzt kommst du, Affe, wieder angeschissen? Nee, das kannst du vollkommen knicken. Vorher fahre ich gegen den Baum. Du machst mir meinen Podiumsplatz nicht streitig. Kannst du vergessen. Unter einer Minute. Und Platz 3. Und Walker ist noch auf 5 runter gefallen, finde ich sehr gut. Was hat der... What the fuck? Was ist mit der Jackson los und dem Walker? Die 47 Sekunden. Ja klar, natürlich. Leck mich doch am Arsch, ey. Geh nach Hause hier. Penner. So, jetzt kommt der Farmlands 3. Was war denn eigentlich vorher? Kann ich nachschauen. Super. Farmlands 3. Preschen Sie mitten durch die östliche... Nee, örtliche. Die östliche Gewächshauskultur. Ja, durch die örtliche Gewächshauskultur und besuchen Sie den Campingplatz am Strand. Jawohl. Mama, Campingurlaub. Ja, ist doch was für euch. Benton, Martinez und Walker. So ein Campingurlaub zu dritt und mich lasst da weg. Damit ich das Rennen gewinnen kann. So, den haben wir erstmal schön gedreht da hinten. Den Malkov. Du weißt doch, dass es nicht gut ist, sich mit mir anzulegen, ne? Ich hab den doch schon mal rausgecrashed. Oh, innen vorbeigezogen. Trotzdem ist sie schneller als ich. Was war denn jetzt? Irgend so ein Frauengeräusch gehört. So viel, viel, viel höher als meine Stimme gerade. Ah. Was mag wohl passiert sein? Wow. Lag. Aber nur ganz klein. Schnellste Runde. 54, 74, 90, 2014. Ach ja. Wir sind ja dieses Jahr Weltmeister geworden. Schön, da kam ja vor kurzem dieser Film Die Mannschaft dazu raus. Der läuft jetzt gerade an bei uns in den Kinos. Ich weiß gar nicht, ob ich mir anschauen werde. Ich meine, ich bin Fußballfan. Ich habe auch die WM mitverfolgt und habe mich für unsere Mannschaft gefreut. Aber ob ich mir den... Alter, was war denn das jetzt? Da wollte meine Lenkung gar nicht mehr. Aber ob ich mir den Film anschaue... Ich meine, Deutschland, ein Sommermärchen, habe ich auch nicht gesehen. Obwohl ich die WM richtig geil fand, die im eigenen Land. Hm. Alter, wie langsam war ich denn jetzt? Obwohl die schnellste Runde war in der zweiten. Hä, nee, warte mal, war sie nicht. Das war jetzt die zweite. What the fuck, wie langsam war ich jetzt? Normalerweise ist man in der zweiten immer schneller als in der ersten, weil da kann man nämlich durchfahren am Ziel. Beziehungsweise auf der Start- und Zielgeraden. In der ersten Runde steht man und muss erstmal beschleunigen. Von 0 auf 100, 200, wie auch immer. Komm. Komm schon. Jetzt nicht so viele Fehler machen. Oh ja, oh ja, das sieht sehr gut aus. Oh nice, 48, 54. Eine sehr, sehr schöne Runde, aber Benton ist trotzdem immer noch schnell wie ein Blitz. Ich weiß nicht wieso. Und jetzt ist er wieder zurückgefallen. What the fuck, was ist los mit dir, Junge? Irgendwas hat der Typ. Irgendwas geht bei dem ganz schön schief. Manchmal ist er voll auf Speed. Ich meine, wenn man sich das jetzt so anguckt, wie schnell der einfach näher kommt. Und dann fährt er irgendwo rein und kackt ab. Und jetzt kommt die Martinez, die ist auch auf Speed. Fuck.
Okay, das wird keine schnellste Runde, aber das wird trotzdem die Platzierung 1. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie zur Hölle kann es sein, dass Ray Carter Zweiter ist, wenn gerade Sofia Martinez hinter mir ins Ziel gegangen ist und dass der eine 46er-Runde gemacht hat und Frank Malkoff eine 47er-Runde? Könnt ihr mir das mal erklären? Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Also wie gesagt, Flatout 2 ist ein tolles Spiel, aber manche Sachen sind total sinnlos. Wie gesagt, ich habe gerade die Martinez hinter mir ins Ziel fahren sehen. Und Carter ist Zweiter. Und Carter und Malkoff sind normalerweise zwei Leute, die total langsam fahren. Und die haben eine bessere Rundenzeit als ich und meine war genial. Wenn man sich so Benton, Martinez und Walker anguckt. Die waren jetzt nicht so schnell. Was zur Hölle? Verstehe ich überhaupt nicht. Egal. So, Strecke 3, Desert Oilfield. Eine wilde Fahrt durch eine Schlucht bei unglaublicher Hitze. Die Hauptattraktionen sind die verlassene Ölanlage und die alte Brücke. Oh, die ist ja noch nicht gefahren mit dem Account. Keine Bestzeit. Aber die Wüstenstrecken sind auch immer so eine Sache. Nicht einfach. Vor allem auch, du kannst nicht so sehr weit innen fahren, wenn du durch die Kurven fährst, weil da auch Steine auf dich lauern, wie der, den ich gerade mitschleppe. Kakteen natürlich auch. Aber vor allem solche Steine, genau. Und kann es auch passieren, dass du bei... Jawohl! Bei dem einen oder anderen... Oh, haha! Was soll denn die Kacke jetzt hier? Jawohl! Da habe ich dem... Fuck, dem Walker von hinten gegeben. Das ist gar nicht gut. Boah, war voll ekelhaft. Man kann es natürlich trotzdem versuchen, ihn so weit. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Was ich auch total komisch finde, ist, dass die auch so lange immer brauchen zum Zurücksetzen. Aber die sind dann trotzdem innerhalb von wenigen Sekunden oder innerhalb von einer Runde oder so wieder an dir dran. Jawohl! Boah, jawohl, erstmal ein fettes Stück von anhand. Kann nicht wahr sein. So, Runde 2. Ah. Martinez ist vor mir, das ist ganz schlecht. Die ist nämlich einen Punkt genau hinter mir. Also wenn sie die Punkte so verteilt haben, wie das letzte Ergebnis war, dann bin ich eigentlich doch froh, dass die Ray Carter als Zweiten anerkannt haben. Sonst hätte die Martinez noch mehr Punkte gehabt. Aber ich glaube, ich werde es sowieso nicht gewinnen hier. Ich mache viel zu viele Fehler. Und die Martinez ist schon wieder viel zu weit weg. Das ist echt Kacke. Jawohl. Hat jetzt auch 10 Jahre gebraucht zum Zurücksetzen. Fand ich auch nicht so toll. So, fick dich. Der nächste Powertreffer. Ich mach einen Powertreffer nach dem anderen hier. Oh Gott, natürlich muss Katie Jackson hier direkt rumliegen und Benton ist anscheinend reingefahren. The fuck, ist die Martinez weit weg? Wo bin ich jetzt drüber gefahren? Ja, das meine ich. Das meine ich mit den Steinen am Wegesrand. Komm, jetzt mach mich... Nein! Nein! Nein, das ist auch sowas von unverdient. Das darf nicht sein. Bitte nicht. Bitte lass ihn noch irgendwie crashen oder so. Das ist doch voll unfair. Das ist doch total scheiße. Weil irgend so ein Dreck da auf der
Oh Gott. Nee. So ein Wichser, ja? Jetzt bin ich Dritter geworden und wahrscheinlich werde ich insgesamt auch nur Dritter dadurch. Weil der blöde Spasti jetzt auch vor mir ist. 22, Alter. Das kann nicht wahr sein. Kann einfach nicht wahr sein. Toll. Ja gut, Curling machen wir noch. So zum Abschluss. So ein Curling-Event. Geht ja. So, dann würde ich sagen, ja, ich meine, wird auch schwierig, weil die sind alle echt gut. Bei solchen Events, das ist halt so das Problem. Oh, jawoll, 93. Bäm. Alter. Jetzt darf ich nur meinen anderen da nicht rauskicken. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ach, hör doch auf. Jetzt hat es so gut angefangen und ich raste. Doch, komm. Und es zählt ihr insgesamt. Fuck. Und der Melkoff hat natürlich 92er. Genau. Ja. Natürlich. Was ist denn das? Ich fahr ganz normal geradeaus. Gott, hör doch auf. Und 92, immerhin. Siebter, ey. Ich hätte mit 3 Sprüngen hätte ich locker den ersten Platz machen können. Jawohl, so muss das laufen. Gut. Komm schon, noch eine. Jetzt fahre ich auch ein bisschen langsam am Anfang. Ich meine, Geschwindigkeit bekommt man sowieso erst ab hier. Jawohl, 94 nochmal. Komm schon, jetzt noch einen links daneben setzen. 10 Punkte vorne. Komm schon, ich werde Erster. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Jawohl. Boah, wie geil. Ja. Oh, 95, 94. Richtig geile Würfe. Alle 3 in der Mitte. Passt. Perfekt. Wie ich finde. Und damit würde ich sagen, mit diesem tollen Ergebnis am Ende des Tages. Nummer 8800, sind wir bei 20.000. Ich würde sagen, ich werde nochmal kurz upgraden. Damit wir... dann auch gleich in der nächsten Aufnahme richtig stark loslegen können. Halt, war ich grad. So, gleich mal die besten Sachen gekauft. Aufhängung. Kaufe ich mir die hier nochmal. So, wunderbar. Und jetzt würde ich sagen, machen wir hiermit Schluss. Ich bedanke mich bei allen, die hier zugeschaut haben. Und wünsche euch noch einen wunderschönen, was auch immer, Tag, Nacht, Mittag, Abend, Morgen. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal. Nicht vergessen,
im nächsten, wir sehen uns im nächsten Mal, beim nächsten Video. Ja, beim nächsten Video macht schon eher Sinn. Also, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Flat Out 2. Wenn ihr wollt. Ah, Gott, bin ich müde. Abonnieren, liken und kommentieren. Ciao.